Das wollte ich jetzt eigentlich nur so ein bisschen als Aufhänger nehmen, denn eine Frage, die häufig kam, war, wie kann ich denn in mehreren EDIUS-Trainings gleichzeitig was suchen? Man kann ja mit unserer Player-Software in einem EDIUS-Training sehr komfortabel suchen nach Stichworten, aber wie kann man denn in mehreren EDIUS-Trainings gleichzeitig suchen? Das war eine oft gestellte Frage und die möchte ich jetzt mal hier thematisieren. Dazu habe ich mir jetzt mal ein Explorer-Fenster geöffnet, hier den Windows Explorer, und habe hier einen Ordner angelegt, EDIUS-Training-Inhalte. Wenn Sie eins unserer neueren EDIUS-Trainings haben, dann finden Sie dort immer im Hauptverzeichnis eine Lektionsübersicht als PDF. Ich klicke einfach mal eine an hier, öffne die mal mit dem Acrobat Reader. Das ist das, was kostenlos für jeden verfügbar ist. Das heißt, das haben Sie dann bei sich auch. Das hier wäre jetzt der Acrobat Reader. Und da sehen Sie jetzt zum Beispiel hier den Inhalt vom EDIUS Praxistraining Nummer 2, primäre Farbkorrektur. Das war das Training von Thomas zur Farbkorrektur mit EDIUS. Und hier sehen Sie übrigens auch, wie umfassend dieses Training ist. Und diese Lektionsübersicht erfüllt mehrere Zwecke eigentlich. Zum einen können Sie sich natürlich ausdrucken, um auch mal unterwegs eben zu gucken, was ist wo enthalten. Vielleicht auch, weil Sie die Videos auf Ihr Tablet kopiert haben oder auf Ihr Smartphone. Wenn das ein großes Display hat, dann kann das durchaus interessant sein. Und dann kann man sich eben mit dieser Lektionsübersicht orientieren und weiß dann auch, welche Inhalte in welcher Lektion zu finden sind. Wenn man jetzt mehrere EDIUS Praxistrainings hat, kann man da so einen kleinen Trick machen, den ich eben hier mal zeigen möchte. Ich habe jetzt, wie gesagt, bei mir einen eigenen Ordner angelegt, EDIUS Training Inhalte. Und da habe ich aus dem Praxistraining 2, aus dem Praxistraining 5 und aus dem Praxistraining 6 jeweils die Lektionsübersicht reinkopiert. Das Einzige, was Sie dabei beachten müssen, ist, dass Sie die Lektionsübersicht vorher umbenennen müssen. Die darf ja nicht jedes Mal gleich heißen, sonst würde die einfach überschrieben werden. Ich habe die also ein bisschen umbenannt bei mir auf der Festplatte und jeweils PT für Praxistraining und dann die Nummer dahinter gesetzt und das vor den Namen gestellt, also Praxistraining 2, Praxistraining 5, Praxistraining 6. Ich habe jetzt also von 3 Praxistrainings diese Lektionsübersicht in diesem Ordner. Und was man jetzt machen kann, wenn man den Acrobat Reader öffnet, das ist was, was viele Leute nicht wissen, aber generell ein ganz praktischer Trick zu diesem Acrobat Reader ist, wenn Sie da auf das Menü Bearbeiten gehen, dann finden Sie ja da die Suche. Und diese normale Suche, die wäre geeignet, um in diesem einen Dokument jetzt nach Inhalten zu suchen. Geht man aber auf die erweiterte Suche, die mache ich hier mal auf, öffnet sich wieder als eigenes kleines Fenster, dann sehen Sie hier schon, gibt es am Anfang die Frage, wo soll ich denn suchen? Nur im aktuellen Dokument oder in allen PDF-Dokumenten in einem bestimmten Ordner? Und da müssen Sie dann einfach diesen Ordner auswählen mit Ihren EDIUS Trainings Lektionsübersichten. Das habe ich jetzt hier bei mir mal gemacht. Und wenn ich jetzt hier mal ein Stichwort eingebe, zum Beispiel Filter, das gibt es ja in mehrerlei Hinsicht in EDIUS, den Begriff Filter, und ich lasse jetzt mal danach suchen, dann muss ich das nochmal genehmigen, dass der hier wirklich auf meine Platte zugreifen darf. Und jetzt bekomme ich ein sehr interessantes Suchergebnis, und zwar sehe ich jetzt hier, in allen 3 Lektionsübersichten wurde dieser Suchbegriff gefunden. Ich kann das jetzt hier auch aufklappen und sehe jetzt hier, es war natürlich absichtlich ein Begriff, den ich gewählt hatte, der sehr häufig vorkommt. Im Praxistraining 2 gibt es diese ganzen Lektionen, die sich mit dem Thema Filter beschäftigen. Und im Praxistraining 5 gibt es eine Lektion, wo das Thema Filter vorkommt. Und im Praxistraining 6 gibt es nochmal 3 Lektionen, wo dieser Begriff vorkommt. Und wenn man dann hier draufklickt, dann springt der Acrobat Reader natürlich direkt zu dieser Lektion, wo der Begriff vorkommt. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel im EDIUS Praxistraining Nummer 6 zum Thema Sequenzen gibt es in Kapitel 6 die Lektion 11, Effekte gestalten oder Sequenzen benutzen, um Effekte zu gestalten. Ja, und das war eigentlich schon das ganze Geheimnis, wie man mit Acrobat Reader, das ist kostenlos, das können Sie sich kostenlos herunterladen, wie man da in mehreren Dokumenten suchen kann, und über den Weg können Sie eben auch alle Ihre EDIUS-Trainings, die über so eine Lektionsübersicht verfügen, gleichzeitig durchsuchen. Und das macht natürlich Sinn, sich da einen Ordner anzulegen, wo man dann alle diese Lektionsübersichten drin hat. Sie können das natürlich auch nutzen, um
für andere Software da in mehreren PDF-Dokumenten zu suchen. Das macht Sinn bei EDIOS oder auch bei DaVinci Resolve, immer dann, wenn es eben mehrere PDF-Dokumente zu einem Thema gibt und Sie übergreifend suchen möchten. Es gibt noch ein paar kleinere Sachen, auf die ich eingehen möchte. Ich gucke mal auf die Uhr, deswegen schließe ich da direkt an, weil der EDIOS, der Gavin hat ja noch den einen guten Tipp, den ich wirklich super finde. Das kann er gleich machen, aber ich zeige Ihnen noch einige wenige Verbesserungen, damit sie da auch im Bilde sind. Zum Beispiel verbessert worden ist die gaussische Unschärfe. Finden Sie hier eine kleine Veränderung. Bis jetzt konnte man hier nur relativ große Schritte machen. Wenn Sie jetzt hier unten reinklicken, können Sie auch sehr kleine Schritte machen. Ich benutze gerade die Cursor-Tasten, das heißt, dieses 0,1 plus oder minus, um eine Unschärfe zu machen, ist neu. Das gab es bisher nicht. Das ist neu. Neu ist auch, wenn Sie Voice-Over nutzen, Ton reinspielen, dann haben Sie jetzt hier so eine Pegelanzeige, eine Dezibelanzeige und können das noch ein bisschen optisch genauer einstellen. Das ist neu. Sie haben neue Farbbalken, gibt es. Und zwar gibt es Farbbalken jetzt auch für HDR-Farbräume. Das gab es bisher auch nicht. Das ist neu. Sie haben in den Systemeinstellungen bis jetzt immer das Problem gehabt bei den Projekten, dass die Overscan-Größe nicht benutzt worden ist. Das lässt sich jetzt hier auch direkt Projektvoreinstellungen. Das kann man jetzt hier direkt im Projektvoreinstellungsassistent direkt hier unten anklicken. Das können Sie jetzt hier nicht richtig lesen, aber da steht Overscan-Größe auf 0% einstellen. Das war mal standardmäßig auf 3% und hat dazu geführt, dass man immer am Rand bei bestimmten Effekten dann keinen Effekt gesehen hat. Das wird jetzt automatisch auf 0% gemacht. Da müssen Sie sich darüber keine Gedanken mehr machen. Werden die Effekte bis zum Rand quasi durchgeführt. Genau. Eine Sache, bevor ich an den Gavi nochmal übergebe, die ich wichtig finde, die jetzt mit EDIOS 9.4, glaube ich, noch gar nichts zu tun hat, aber mir ist es jetzt erst aufgefallen, dass es geht. Es muss irgendwann in den letzten Versionen damit reingekommen sein. Das ist eine Sache, die mir immer wieder aufgefallen ist. Wenn ich ein neues Projekt aufmache und sage, neues Projekt, zum Beispiel, wenn ich jetzt auch EDIOS neu starte, dann war es bisher bei der Version 8 noch so, dass hier immer der Standardordner gewählt worden ist, den ich mal in den Benutzereinstellungen innerhalb von EDIOS mir definiert habe. Das fand ich immer sinnvoll. Dann ist man aber dazu hergegangen und hat gesagt, EDIOS ist ja oft ein Produkt, wo Fernsehanstalten mitarbeiten und viele Leute mitarbeiten. Hier soll immer der Ordner erscheinen, der zuletzt verwendet worden ist. Und das hat bei vielen Anwendern zu absolutem Chaos auf der Festplatte geführt. Ihnen vielleicht auch, weil dann war es nicht mal klar, wo das EDIOS-Projekt liegt, wenn man hier nicht drauf geachtet hat. So, das ist jetzt besser, denn Sie können in den Benutzereinstellungen, wo Sie bis jetzt immer schon den Standardordner wählen konnten, Standardordner, hier bei mir ist es auf Z-EDIOS-Projekte, gibt es jetzt den Projektspeicherort. Und der steht bei Ihnen mit Sicherheit, wenn Sie es nicht geändert haben, auf den vorher verwendeten Ordner. Das heißt, wenn Sie mal was auf die Festplatte C abgelegt haben, steht ja nicht mehr Z, sondern C und beim nächsten Mal wissen Sie vielleicht gar nicht mehr, wo Ihr EDIOS-Projekt liegt. Mein Tipp, ändern Sie das hier auf Standardordner. Wenn Sie das auf Standardordner geändert haben, dann können Sie sicher sein, dass Sie hier beim Erzeugen eines neuen Projektes hier immer diesen Ordner wiedersehen. Sie haben über die drei Punkte hier drüben rechts weiterhin die Möglichkeit, die zuletzt verwendeten Ordner auszuwählen und damit bleiben Sie total flexibel oder aber Sie suchen sich hier mit den drei Punkten einfach den Ordner aus, den Sie auch neu haben wollen, wenn er auch ganz woanders liegt. Das ist so mein letzter Tipp. Die meisten von Ihnen werden hoffentlich den Aufbaukurs Nummer 5 haben zur Projektorganisation. Der liegt mir wirklich sehr am Herzen, weil den braucht eigentlich jeder, hat mit EDIOS 9 noch erstmal gar nicht so viel zu tun. Auch EDIOS 7, 8 Anwender werden da ganz, ganz viel nützliches Wissen rausziehen können. Falls Sie noch nicht haben, gucken Sie sich mal die Inhaltsangabe an. Da lernt man diese ganzen Projekte ordentlich anzulegen und auch zu backuppen, also zu sichern.